So, die Säule erreichen ist nicht so schwer. Die steht direkt vor mir. Interagieren wir mal eine Runde. Eingeborenen Totems. Entschlüsseln Sie den versteckten Code hinter diesen eingeborenen Totems und entdecken Sie alte Artefakte. Bringen Sie alle Linien mit dem Pfeil an jedem Ende der Säule in Übereinstimmung. Mit den Pfeilen. Okay, kommt jetzt... okay, kommt hier so ein komisches Tron-Rätsel oder so. Also gut, mit den Linien, also... Oh, das wollte ich nicht. Oben und unten sind ja diese Pfeile, damit muss ich das... Ach, die müssen so zueinander passen, ja? Ha! Das ging ja leicht. Oha! Und dann zerbricht der ganze Scheiß. Und was liegt da drin? Ist das ein Wiesel? Das ist doch hoffentlich ein Wiesel, oder? Komm schon, ein Wiesel, Wiesel. Was ist das denn? Nein, es ist ein Steindildo. Es ist ein kleiner Steindildo. Ich hatte so sehr auf einen Wiesel gehofft. Och, Manno. Aha, da ist ein Splitter. Dann mal ab ins 0 Grad kalte Wasser. Das kann bestimmt nicht schaden. Uah. Okay, Truhen. An der bin ich anscheinend schon vorbei. Ich will keine Truhe verpassen. Ah, hier entlang vielleicht. Da hinten. Wer versteckt denn da eine Truhe, bitteschön? Wer ist denn hier in die Höhle gegangen? Hat die da raufgehievt, um sie da zu verstecken? Bisschen unpraktisch, oder? Naja, will nicht urteilen. Naja, gut, eigentlich schon. Ein bisschen. So, raus aus dem Wasser. Sonst friert er wieder. Und dann muss er ganz doll weinen, wenn er friert. Da oben ist noch eine Truhe. Echt an die unmöglichsten Orte schleppen die hier diese Truhen. Nein, rauf. So, weiter rauf. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich die Insel auch leer plündern. Das Ganze soll sich ja lohnen. Hey, du sollst da rauf. Du sollst nicht quer in der Gegend rumhüppen, sondern darauf. Yes. Kannst auch wieder zurück. Danke. Und anscheinend dahin. Wieder so eine Höhlenmalerei. Was sagt mir das Adlerauge dazu? Ich sehe einen Typen, der vor einem Kreis mit kleineren Typen steht. Ja, sicher, warum auch nicht? Das ist ja heutzutage in, das machen die Kinder ja so. Kids, entschuldige, Kids heißt das ja. Ja, tut mir sehr leid. Und noch eine Truhe. Tada. Plünderparty. Oh, 7 Verbesserungen verfügbar. Die Frage ist, ist hier noch was zu holen? Nein, gar nichts mehr. Ja, dann kann ich wirklich zurück. Muss ich jetzt durch die ganze... Durch die ganze zurück? Durch die ganze Höhle? Sieht so aus. Von da oben. Aber... Bitte, renne ich durch die ganze Höhle zurück. Wenn wir das so wollen. Wird auch langsam ein bisschen kühl hier drin. Vielleicht muss ich wieder zurück auf mein kuscheliges Schiff. Du solltest da eigentlich draufspringen, aber das weiß ich schon. Ja, kletter doch mal hier so ein bisschen. Dafür bist du doch bekannt. Geht's hier raus? Dass der immer gegen Wände hochläuft und da hochspringt und so. Der soll einfach nur... Einfach nur rennen. Naja. Jetzt halt so ein kleiner Akrobat. Das macht ihm Spaß.
Rauchbomben voll, Kugeln voll. Wie gut, dass du dich dann da bedient hast an nichts. Und warum sind da schon wieder Wachen? Wo kommen die denn her? Ja, ich sehe, dass das ein Sperrgebiet ist. Was ist mit mir? Ich dachte, ich habe euch schon alle umgebracht. Vor ein paar Minuten gerade mal. So, dankeschön. Jetzt sperren die mir den Weg zu meinem Schiff. Ist ja wohl unglaublich. Boah, dieser Rammsporn sieht aber schon abgefahren aus. Der ist rasiermesserscharf. So, zurück an Bord. Captain am Steuer, ich habe die Vorläuferschatulle. Smith. Schnellreise. Sie können nun die Schnellreise verwenden, um an bereits besuchte Orte teleportieren zu können. Drücken Sie, um die Weltkarte zu öffnen. Wählen Sie mit einem bereits besuchten Ort oder einen synchronisierten Aussichtspunkt und drücken Sie, um per Schnellreise dorthin zu gelangen. Ist tot. Schmidt ist tot. Wo ist der Chevalier? Zurück zur Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Wie ist er da hingekommen, geschwommen? Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte kaum das Schwert führen. Ihn zu töten war spaßig? Ach, okay, aber notwendig. Das ist spaßig. Nichts aber. Smith war ein gefährlicher Mann, ein Templer. Und das Schlimmste, er hatte die Schatulle. Ihr solltet stolz sein, Shane. Vielleicht. Wir sollten jetzt nach Albany. James Wardrop, dem Lawrence Washington das Manuskript gab, wird dort sein. Kesego Vasi berichtet, dass James Wardrop viele Stämme von ihrem Stammland vertrieben hat. Wir haben Beweise, dass er hinter Massakern steckt. Oh nein. Er ist einer der skrupellosesten Männer in den Kolonien. Oh nein, wie kann er nur nutzt die Buchstaben des Gesetzes für seine Zwecke. Und wenn das Gesetz nicht für ihn spricht, findet er Abgeordnete, die es beugen. Denkt an meine Worte, Shane. James Wardrop ist Bürokrat und denkt bei seinem Handeln nicht an andere. Das tue ich ja auch nicht. Wir haben so viel gemeinsam, James Wardrop und ich. Und was ist das für ein Symbol da? Brennendes Schiff, Regatte, schwere Kugel. Ah, das gab es auch schon in Black Flag. Verlassene Schiffe, die irgendwo rumlungern. Und da kann man rauf und ein paar Güter plündern. Ich glaube, das mache ich mal. Da gehe ich doch mal an Deck. Was löst sich? Trefft die Topf- und Rahmsegel. Unbedingt alles treffen. Geh mal hier so ein bisschen aufgeilen. Finde ich auch gut. Unbedingt alles aufgeilen. So. Springen wir da auf die Eisscholle. Sehr gut. Und dann gehen wir mal auf das Schiffchen hier rauf. Bitte ohne nasse Füße. Zu spät. Oh, eine Minute. Okay, das schaffen wir doch. So, alles mitnehmen. Guck mal, ein bisschen Tabak. Tabak ist sehr lecker. Können wir der Mannschaft zum Mittag servieren. Warum springst du mal überall rauf? Du sollst nur hier die doofen Kisten aufmachen, du Eule. Hm, noch mehr Tabak. Na, ist da noch mehr Tabak drin? Ohne Tabak können wir gar nicht leben. Metall. Was heißt denn Metall? Kann man nicht essen. Den Metall vor allem. Das Metall. So, haben wir alles? Dann gehe ich gerne wieder von Bord. Oh ja, lass sie einfach ins Wasser fallen. Warum nicht? Das ist ja nicht 0 Grad kalt. Was passiert, wenn die Zeit abläuft? Warte einfach mal. Was soll hier schon passieren, wenn ich direkt daneben stehe? Ach, es läuft einfach ab. Natürlich, ja. Ich dachte, es explodiert vielleicht in einem riesigen Feuerball. Du sagst es. Machen wir Platz da. Ich muss über die Kanonen hüpfen. Captain am Ruder. Und schwere Kugeln habe ich auch noch bekommen. Vieren und Fahrt aufnehmen. Dann rammen wir uns hier ein bisschen weiter. In dem. Der Rammsporn bricht die Eisdecke! Ja, das soll er ja auch.
Da ist noch ein leuchtendes Ding drin. Auf euer Kegel, Rappen! Raus aus der Böe! Segel auf dem Wind! Da ist auch ganz viel Treibgut drin, finde ich cool. Segel setzen! Zack! Und das Fragment. So, wir sollen nach Albany. Dann mache ich mich mal auf dem Weg dahin, oder? Meint ja, ich soll dann. Soll mal Schnellreise benutzen. Dann mache ich das halt auch. Bitte. Wenn er will, benutze ich Schnellreise. Kann man ja auch mal ausprobieren. Aha. Moment. Ach so, ich dachte, er bringt mich direkt quasi in das nächste Gebiet, aber nee, da muss ich noch genau 2 Meter rückwärts fahren, um dahin zu gelangen ins River Valley, natürlich. Da gibt's die gute River Cola. Können sich mit den Tavernenwirten unterhalten, um Informationen und Hinweise zu erhalten. Das wusste ich ja noch gar nicht. Das muss mir ja mal einer sagen, sonst hat man ja gar keine Ahnung. Er sieht schon ein bisschen komisch aus mit seinem kleinen Bärtchen, finde ich. Einmal rasieren und eine ordentliche Frisur und dann sieht er wieder ganz normal aus. Aber die Montur finde ich ganz schick. Ah, River Valley, da sind wir ja. Der Leuchtturm sieht schick aus. Und da ist anscheinend so ein Splitter zu haben. Und ein Aussichtspunkt ist da auch. Ja, jetzt muss ich darauf. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Fahren geradewegs auf Land. Das war so geplant. Ich wollte an Land fahren. Ab in die Suppe. Abgetaucht. Yep. Hör auf den Leuchtwurm darauf. Ah, hier ist ein bisschen schöner und wohnenswerter als im Eis, wo wir gerade unterwegs waren. Guck, hier sind Blumen und so und ein Leuchtturm. So kann man doch leben. So, auf da, Junge. Okay. Lachen die Möwen mich hier aus. Wahrscheinlich, weil ich so dumm und hässlich bin. Aber gut, das ist eines der Risiken des Lebens. Von Möwen ausgelacht zu werden. Und jetzt stören wir noch den armen Adler, der mir nichts getan hat. Weg da, das ist jetzt mein Nest. Synchronisieren. Oh, schön. Guckt sich das mal einer an. Das ist doch nice hier. Da, auf dem Leuchtturm würde ich gerne wohnen. So, den schön ausbauen, hast du schön deine Ruhe auf der kleinen Insel da. Nervt dich keine Sau. Highspeed-Internet legen lassen. Zack, schon sind wir alle glücklich. Und zack, bricht er sich den Rücken, weil es unmöglich ist, den Sturz heil zu überstehen. Sind nicht noch mehr auf der Insel? Nö. Ein paar Möwen, die komische Bewegungen machen. Hätten wir noch gut noch was abräumen können. Eine Truhe oder so platzieren? Nö, bitte. Dann gehe ich wieder auf mein Schiff. Zack, das war doch schön. Genau, Großsegel setzen! Segel setzen! Setzt die Segel! Holt alles aus hier raus! Ach, da ist noch eine Truhe am Land. Können wir da eigentlich auch noch mal schnell anlanden. Wo wir schon mal hier sind, das geht ja rucki zucki. Holt sie nieder! Raus aus dem Wind! Unbedingt alles niederholen. Oh, da ist sogar ein Angler. Der angelt hier. Na, Kollege Waldbrand. Ich will nur an eure Truhe hier hinten ran. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn der Typ hier angelt und da sein Boot liegen hat, dass die Truhe eventuell ihm gehört. Nee, ich drehe die erstmal kaputt und nehme die mit. Das
So. Und zurück zum Schilf. Großsegel! Los geht's! Alle Segel! Sie verträgt das! Und jetzt nach Albany. Oh, da ist noch ein kleines Ding auf dem Weg. Bin gerade so ein bisschen in der Entdeckerlaune. Dann nehme ich das auch noch mit hier. Zu Backbordhand. Wir treffen gleich auf, geil! Den Druck vom Baum! Oh, ich sehe ihn schon. Guck, da oben ist ein blauer Splitter. Ja, fall mal zwischen die Steine und brech dir das Genick. Ich schätze, wenn ich hier raufgehe. Ja. Genau, und da dann rüber hüppe. Zack. Schon haben wir ein Fragment erhalten. Ich weiß nicht, wozu die gut sind, aber ich hab's zumindest mal. Oh, hier können wir noch was grillen. Ist nur ein leerer Eimer, der da drüber hängt. Ja, warum auch nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts, wenn man einmal grillen. Sind, glaube ich, von der ärmlicheren Sorte hier. Oh ja, und wie ich am Ruder bin. Und da vorne ist auch schon Albany. Da haben wir gar nicht so viel Zeit verloren. Oh oh. Wir wollen hier nicht die Felsen rammen. Jedenfalls glaube ich, dass wir das nicht wollen. Und nun? Albany, Juli 1754. Zeig mal, ich will ja wohl auf jeden... Auf jeden Fall will ich da zum Aussichtspunkt und den synchronisieren. Das ist ja nur das Mindeste. Allerdings, warum ist hier alles Sperrgebiet, fragte er sich. Oh, soll ich mal mit dem Hafenmeister reden? Hallo, Kollege Waldbrand. Was mich wohl betrübt, wie wäre es denn? Fracht verkaufen? Tabak, guck mal hier. Tabak brauche ich nicht. Anstattdessen... Ein paar Verbesserungen für mein Schiffchen. Kann ich mir nicht leisten? 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 Mörser. Habe ich nicht die richtigen Voraussetzungen? Brennendes Öl. Der Rammsporn. Stärke der Rundkugeln. Stärke des Packelgewehrs. Ja, das will ich auf jeden Fall. Rammsporn ist eigentlich auch gut. Damit will ich rammen und durch Eisdecken brechen. Stärke Rundkugeln kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Natürlich nicht. Was haben wir denn hier unten noch alles? Oh. Panzerung des Beiboots. Laderaum für Harpunen. Mannschaftsquartiere, die finde ich ganz wichtig. Damit wir auch größere Schiffe entern können, wenn wir eine starke Mannschaft haben. So, einfach mal alles hier aufkaufen, was irgendwie geht. Finde ich cool, dass Frachtraum hier noch aufgeführt ist, obwohl das schon von Anfang an, ohne dass ich was dazu tun musste, komplett voll ist. Da hätten sie das auch lassen können, weil ich das eh nicht ausbauen kann. So, Stauraum für brennendes Öl. Ja, komm, nehmen wir mal. Was wir haben, haben wir. So, danke, guter Krämersmann. So, einmal neuer Anstrich verpasst. Ist das Schiff wie neu. Bingo. Und wie rund die Sache war, die ging richtig rund.